Mich hat jemand gefragt, inwiefern es meine Derealisation beeinflusst hat, wenn ich Sport gemacht habe. Die Frage drehte sich um Extremsport, wobei ich jetzt nicht Extremsport gemacht habe. Also ich bin so ein bisschen querfeldein Fahrrad gefahren vielleicht und dann halt funktionelle Fitness gemacht oder sowas, ja. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie ich bin nicht Fallschirm gesprungen oder Bungee Jumping oder sonst irgendwas gemacht. Aber ich kann trotzdem grundsätzlich was dazu sagen, wie sich das bei mir mit Sport verhalten hat. Die Sache ist die, dass im Grunde, wenn ich zum Beispiel meine funktionelle Fitness gemacht habe und mich da ausgepowert habe und da auch natürlich so ein bisschen an die physischen Grenzen gegangen bin, wobei ich sagen muss, dass ich mich mit DPDR langsam rangetastet habe an den Sport wieder damals, ja. Aber es war dennoch so, dass für meinen Körper, das ist jetzt meine Erfahrung, ja, das ist jetzt kein professioneller Rat, das ist meine Erfahrung jetzt, ja, für meine Situation, dass mein Körper im Grunde durch diesen Sport, den ich mache, im Grunde eine Gefahrensimulation simuliert hat, meinem autonomen Nervensystem, ne? Also weil ich renne, ich bin außer Atem, das Herz pumpt, ich atme schneller. Das sind alles so Dinge, die tut man zum Beispiel, wenn man in der Wildnis vor einem wilden Tier wegrennt. Ja? Also es ist im Grunde eine simulierte Gefahrensituation, weil mein vegetatives Nervensystem hat ja keinen Zugriff zu meinen Augen, um zu sehen, das ist ja nur Sport, ja? Sondern das denkt ja, oh, Puls, Atmung, ich mache jetzt hier mal so ein paar vegetative Dinge, die ich hier in Gang setze, weil da scheint da draußen in Gefahr zu sein. So, und fängt dann plötzlich an, auch dementsprechend Sachen auszulösen, die dann in mir wieder durchaus für stärkere Symptome gesorgt haben, die eben in Gefahrensituationen normalerweise angebracht sind. Ja, zum Beispiel diese Entfremdung von der Umwelt in meinem Fall oder sowas. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wenn der Sport bei mir, wenn ich fertig war, fühlt sich das für mich an wie so eine Befreiung. Es ist, ich sage immer gerne, als ob ich dann zu Hause ankomme, unter einer warmen Dusche stehe und alles fällt von mir ab. Oder auch nach einer langen Radtour, wenn ich irgendwie eine lange Radtour oder eine sportlichere Radrunde gefahren bin, sage ich mal, und ich komme danach nach Hause und setze mich auf die Couch oder gehe unter die Dusche oder sowas, dann fiel von mir so eine Last ab, so ein Druck ab. Ich kann mir vorstellen, dass Sportler unter euch das nachempfinden können, was ich damit meine. Und dieses Gefühl, das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich im Grunde danach in eine tiefere Entspannung gekommen bin nach dem Sport, als ich es vorher war. Und so ein wohliges Gefühl dabei hatte. Deswegen war das situativ schon für mich sinnvoll, das zu tun. Auch wenn das in der Situation vielleicht erstmal meine DPDR so ein bisschen wieder verstärkt hat. Hat es nicht immer gemacht, aber hat es durchaus mal gemacht, je nach Intensität, ja, oder je nachdem, was ich gemacht habe. Aber der positive Effekt danach, der war für mich wesentlich, wesentlich intensiver als dieser negative Effekt, den ich währenddessen hatte. Und ich habe den auch gar nicht so negativ betrachtet. Ich denke, das hat auch eine große Rolle gespielt, weil ich das einordnen konnte auch, was da gerade situativ passiert und warum das während des Sports bei mir so ein bisschen verstärkt wurde. Also allein die Tatsache, dass ich mir das erklären konnte, das ist mal ganz wichtig für mich, dass ich mir das erklären konnte, was in dem Moment passiert, hat mich schon beruhigt und hat das auch im Laufe der Zeit, eben weil ich auch wusste, dass es danach besser ist oder die Entspannung zumindest tiefer ist und nicht gleich der Zustand verschwindet, aber die Entspannung tiefer ist, allein das hat mich in den Situationen schon beruhigt und dafür gesorgt, dass es nicht so heftig wurde und dass das im Laufe der Zeit auch einfacher wurde, das zu handhaben, also immer routinierter. Es hat irgendwann überhaupt keine Rolle mehr gespielt, dass es vielleicht mal situativ so wurde. Und dadurch, dass es keine Rolle gespielt hat, wurde es dann auch nicht mehr so. Ihr wisst ja, wie das mit dem Kreislauf ist bei der ganzen Geschichte. Also, das ist der eine Punkt. Und das andere ist natürlich, dass ich für mich es so empfinde, dass wenn ich mich körperlich gesund fühle und körperlich fit fühle, und durchaus auch, wenn ich in den Spiegel gucke und zufrieden bin, dass ich dann da, ja, okay,
es ist ein gesunder Körper, in dem du lebst. Ja, der hat hier irgendwie eine Krankheit und da irgendwas. Und mein Gott, das Knie ist kaputt, weil ich halt schon nicht mehr der Jüngste bin und so. Und die grauen Haare da und so. Aber generell habe ich in Zeiten, wo ich ordentlich Sport getrieben habe, nicht übertrieben, aber regelmäßig und mit Freude, ganz wichtig, mich gefühlt, als würde ich in einem gesunden Körper leben, hatte ein gutes Körpergefühl, und dieses gute Körpergefühl ist für mich sehr wichtig, um auch mich mental wohlzufühlen. Ja, es spielt sehr doll für mich mit rein, dass ich mich, wenn ich mich körperlich wohlfühle und gesund fühle, dann hat das seinen Anteil daran, dass ich mich mental auch gut fühle. Und von daher war für mich Sport in seinen Variationen, wie sie mir Spaß gemacht haben, eine gute Sache, die dazu beigetragen hat, mich besser zu fühlen und meine DPDR besser zu handhaben. Und das war auch mit Sicherheit ein Puzzleteil, was dazu beigetragen hat, dass sie irgendwann weniger und weniger wurde. Ganz zu schweigen davon, dass ich während des Sports, auch ein wichtiger Punkt, aus meinem Kopf rausgekommen bin, nicht mehr so viel drüber nachgedacht habe, wie wenn ich die ganze Zeit auf der Couch sitze und traurig und depri bin und die ganze Zeit mit meinem Kopf zu tun habe im Grunde, sondern eben auch auf meinen Körper fixiert bin, auf körperliche Übungen. Man muss sich ein bisschen konzentrieren, wenn man Sport macht, und muss natürlich sich auf die Übung konzentrieren. Und vor allem bei funktioneller Fitness war das sehr so, dass ich mich viel auf die Übungen und die Geräte, mit denen ich das gemacht habe, konzentrieren muss. Man muss ja ein bisschen aufpassen, man kann sich auch verletzen beim Sport. Ja? Und das hat letztendlich alles dazu beigetragen, nicht so sehr in meinem Kopf zu sein, sondern eben auch mal außerhalb meines Kopfes eben auf die Übungen und meinen Körper konzentriert. Und von daher war für mich Sport ein wichtiger Bestandteil und hat, auch wenn es situativ manchmal etwas schlechter wurde hier und da, insgesamt positiven Einfluss gehabt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ihr kennt mich. Ich lasse das einfach drin und schneide das nicht raus, was soll's. So, ihr reimt euch den Satz schon irgendwie so zusammen, wie es Sinn macht. Okay, ich denke, der Sinn ist rübergekommen und beantwortet wahrscheinlich auch die Frage. Denkt bitte auch daran, dass das die Dinge sind, die für mich individuell funktioniert haben und wie ich das gehandhabt habe. Das ist keine Empfehlung oder sowas, dass ihr das genauso macht. Ja, jeder sollte für sich selbst gucken, was für ihn selbst gut funktioniert, und sollte das in bestimmten Fällen natürlich auch immer, wenn ihr da unter medizinischer Betreuung seid, natürlich auch mit einem Arzt klären. Ja, weil es gibt immer individuelle, ich sag mal, Kontraindikationen. Ne? Ich hoffe, das Wort ist jetzt so korrekt gewählt. Aber hier ging es ja darum, was für Erfahrungen ich gemacht habe. Und so war diese. Wenn ihr mit meinen Videos up-to-date bleiben wollt und immer die neuesten Uploads mitbekommen wollt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die kleine Glocke neben dem Abo-Knopf, wenn ihr da drauf gedrückt habt. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, den Kanal unterstützen, wenn euch meine Inhalte irgendwas bringen, mit einer Kanalmitgliedschaft auf dem kleinen blauen Knopf da unten oder auf meiner Patreon-Seite oder wie ihr wollt, wie euch das am liebsten ist. Und wenn nicht, ist das auch alles okay. Und ich wünsche euch Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Das war ein Zug.